Ja, die Generation Europa sind junge Menschen aus Deutschland und Frankreich, die zusammenkommen, um sich aktuellen politischen Fragen zu widmen. Voilà, le but c'est de réfléchir un peu à l'état actuel de la relation franco-allemande, ce qu'elle pourrait devenir, à son insertion aussi dans des dynamiques européennes. Ich glaube, für mich sind es tatsächlich die Freundschaften, die ich geschlossen habe mit einzelnen Menschen aus dem Netzwerk. Das habe ich vorher nicht so erwartet und das ist letzten Endes das, was für mich am eindrücklichsten geblieben ist. Je pense que pour moi, ce qui a été super intéressant, c'est de comprendre tous les niveaux de l'action collective qui sont possibles, autant au niveau voilà, de ces amitiés qu'on a pu former avec des gens issus de milieux différents et de tous les acteurs qu'on a pu rencontrer. Évidemment, les recommandations, ça a été une partie intéressante du travail, mais on a aussi pu se poser la question de voilà, l'action publique, internationale, sous d'autres angles, et ça, ça a été pour moi le plus productif. Ich kann auch nur noch hinzufügen, dass ich auch mit einer bestimmten Idee in das Jahr gestartet bin und dann aber in eine komplett andere Richtung letzten Endes mich entwickelt habe und ein neues Herzensthema gefunden habe. Und ich fand es wahnsinnig spannend, mit den Menschen aus verschiedenen Hintergründen in Diskurs zu kommen und ja, einfach den Horizont ein bisschen zu erweitern. Le conseil que je donnerais à la génération 2024, c'est de se rappeler que dans la discussion, il y a toujours quelque chose à tirer de toutes les situations et de toutes les personnes finalement. Et ça, c'était aussi un enseignement, je pense, au niveau des relations internationales, c'est-à-dire que même dans le conflit et parfois dans l'adversité, on a réussi à apprendre, je pense, des points de vue de chacun et chacune. Et ça, pour moi, c'était un enseignement assez évident, je pense, de génération Europe. Auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, lasst es nicht bei den offiziellen Treffen bleiben, sondern nutzt auch die Gelegenheit, euch persönlich ein bisschen besser kennenzulernen. Trefft euch im Privaten, versucht eigene Projekte gemeinsam auf die Beine zu stellen. Denn tatsächlich ist es so, mit Freunden streitet man eigentlich am besten. Nehmt es also wahr.